Wir sind heute im Bezirk Braunau in Weng bei der Firma Hagassner. Wir machen ein Interview mit den beiden Geschäftsführern Anton und Markus Hagassner und fragen, was es bei einem der größten Pelletsheizungshersteller in Österreich Neues gibt. Eine Pelletsheizung ist für viele zu empfehlen. Wir sind momentan ganz stark im Sanierungsbereich drinnen, aber auch in ganz vielen anderen Formen, Gewerbebetriebe, Gastronomiebetriebe, empfiehlt sich diese Form von Heizen. Ja, sehr gut, indem dass wir in der Biomasse extrem viel in Forschung und Entwicklung in die letzten Jahre, Jahrzehnte reingegeben hat, ob man die Biomasse so weiterentwickeln, dass sie emissionstechnisch gegen Null läuft. Wir haben heuer unser 40-Jahr-Jubiläum. Wir feiern im April, 6. April Geburtstag. Da wurde das Unternehmen gegründet, 84, und haben da das 40-Jahr-Feier. Dazu haben wir heuer auch noch die Eröffnung im September von dem Neubau, was wir jetzt gerade machen. Der Bau ist ein Teil für die Entwicklung und ein Teil fürs Ersatzteillager, fürs Ersatzteilgeschäft, dass wir einfach die Kunden schnell mit Ersatzteilen beliefern können. Und dann haben wir noch ein Parkhaus dazu. Hier im Land haben wir halt viele, die was mit dem Auto zur Arbeit kommen, und da machen wir ein Holzparkhaus, das was jetzt einmal sicher im deutschsprachigen Raum einzigartig ist für 500 Fahrzeuge. Ich denke auf alle Fälle die innviertlerische Bodenständigkeit, das nehmen wir auf alle Fälle mit, den Familienbetrieb, den was wir übernehmen dürfen haben, dass wir den auch familiär weiterführen.